Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie bei Kalus im Raid die Challenge funktioniert. Im Grunde ist es ganz einfach, alle vier Platten müssen in der Schadensphase gleichzeitig aktiviert werden und ja, das läuft dann über 2-3 Runden, bis er down ist, dann hat man es schon geschafft. Ich zeige hier ein paar Ausschnitte, ganz wichtig. Ihr müsst den Basisguide kennen, wie man Kalus tötet, also wie man den Endboss vom Raid killt. In der Infokarte und in der Beschreibung wäre das noch verlinkt, falls man sich da nicht auskennt. Gut, es ist also immer gleich aufgebaut. Die Feinde kommen, man tötet die. Dann empfehle ich hier die 4-2er-Strategie. Das heißt, 4 Leute gehen in die Dimension und 2 Leute gehen zurück in den Thronsaal. Die teilen sich dann auf in rechte und linke Seite, dass man das gut verteidigen kann. Am Anfang auch am besten schon zuweisen, dass der linke beispielsweise dann den Kelch nimmt, also auf die Fläche steht, und der rechte dann den Hund beispielsweise, und die von der Dimension werden auch mal aufgeteilt, dass jeder dann eine Platte hat, wenn die Schadensphase losgeht. Die in der Dimension haben dann die Möglichkeit, sich vorwärts zu bewegen, ganz viele von den Totenköpfen, die auf einen zukommen, zu killen, um einen möglichst hohen Schadensbonus zu kriegen, dann zurück in den Thronsaal zu kehren, auf die Platten zu stehen. Das sieht man hier sehr gut, das heißt, alle springen gleichzeitig auf die Platte, damit alle gleichzeitig aktiv werden und die Challenge sozusagen aktiv bleibt, Schaden machen und das wiederholen, bis Kalus tot ist. Im Grunde genommen also gar nicht schwierig, sondern recht simpel. Man kann halt einfach nicht ganz so viel Schaden in einer Phase machen, weil man nicht viermal eine Schadensphase hat, in Anführungszeichen, sondern halt einfach nur eine Schadensphase, weil man ja eben alle Platten gleichzeitig aktiviert. Gut, das wäre es auch schon gewesen, kurz und knapp, viel mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Die 2-4er-Strategie bietet sich hier eigentlich sehr, sehr gut an. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, wenn ihr noch was loswerden möchtet, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.